Einen wunderschönen, meine lieben Bienenfreunde. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Die winterliche Oxalsäurebehandlung steht an. Ich möchte euch heute einmal mitnehmen und euch zeigen, wie wir das machen. Oxalsäurebehandlung bei den Bienen. Wir hatten ja jetzt mehrere Wochen lang streng Frost gehabt. Über 4 Wochen. Mit teilweise sogar in den zweistelligen Minusbereich. Minus 10, minus 12 Grad teilweise. Da sind die Bienen schön außer Brut gegangen. Das ist für uns die Zeit, wo wir mit der Oxalsäurebehandlung im Winter beginnen. Wir verwenden eine 3,5%ige Oxalsäurelösung, die wir vorher mit Zucker verdünnen. Dieses Präparat kann man überall kaufen im Imkerfachhandel. Geliefert wird dieses Präparat, je nachdem, was man sich kauft, mit 2 Spritzen, mit der Zuckerlösung und mit der Oxalsäure. Ja? Die Oxalsäure habe ich zu Hause vorher angemischt. Das heißt eigentlich im Klartext, ich habe das Zucker mit der Oxalsäure zusammengemischt, schön geschüttelt und dann in einem, ja, ich sag mal so, Behälter reingetan, wo ich warmes Wasser reingefüllt habe. Das Wasser, das hat ca. 50 Grad gehabt. Das hat den Vorteil, beziehungsweise wenn ich dann am Bienenstand angekommen bin, ist die Oxalsäurelösung schön warm und die Bienen verklammen nicht. Wir haben ja hier verschiedene Völker, verschiedene Beutenmaße stehen. Ob es jetzt die Segeberger Beute ist oder die Frankenbeute. Wir haben hier Deutsch normal, wir haben hier Zanderbeuten bzw. Zanderrähmchen. Behandlung ist eigentlich fast bei jedem Volk die gleiche. Wir gucken uns, wenn wir die Völker aufmachen, gucken wir uns die Volksstärke an und berechnen so unsere Menge, die wir in die Völker geben. Faustformel pro bienenbesetzte Gasse, sage ich jetzt mal, sind ca. 5 Milliliter. Also je nachdem, wie stark das Volk ist, 30 bis 50 Milliliter. Wir entscheiden aber auch teilweise, wenn das Volk wirklich zu schwach ist, ob wir eine Oxalsäure machen oder nicht. Wenn wir jetzt nur 2 Warmgassen haben, dann kann das auch negativ sein. Das vielleicht nochmal zum anderen Video. Warum machen wir jetzt die Oxalsäurebehandlung? Wir hatten jetzt, das ist jetzt der letzte Stand, den wir hier machen. Wir haben jetzt heute den 26. Dezember. Der 26. Dezember. Ab 21. Dezember nach der Wintersonnenwende kann es passieren, dass die Völker wieder in Brut gehen. Die Tage werden länger. Deswegen gucken wir, dass wir jetzt unsere letzten Völker wirklich behandeln. Wir behandeln unsere Völker auch um die 3 Grad. Ab 3 Grad sind sie zwar teilweise ein bisschen weiter aus der Wintertraube raus. Bei uns hat es aber den Vorteil, weil wir keine Folien verwenden. Und wenn wir das im Minusbereich machen würden, kann das passieren, dass wir die Beuten gar nicht aufkriegen. Die Beuten sind zusammengefroren. Und deswegen machen wir das so um die 3 Grad. Alles, was über, sage ich jetzt mal, so 10 Grad ist, ist wieder kontraproduktiv. Natürlich Völker behandeln, ganz klar. Ne? Kein Volk behandeln ist auch nicht gut. Ja, ich würde mal einfach sagen, wir fangen einfach mal an. Ich nehme euch mal bei den einzelnen Völkern mit und zeige euch, wie wir das machen. Schauen wir uns mal das erste Volk an. Das dürfte ein Zandervolk sein, wenn ich mich nicht recht entsinne. Ich habe natürlich jetzt auch meinen Stockmeißel vergessen. Deswegen muss ich ein bisschen vorsichtiger die Beute aufmachen. Nein, ist kein Zandervolk, ist ein deutsches Maivolk. Aber ihr seht es selber, das Volk sitzt auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5 Wabengassen.
6,5 Wabengassen, nicht komplett besetzt. Da ziehen wir uns jetzt einmal die Spritze für auf. Das sind ca. bei dem Volk 30 Milliliter bis 35 Milliliter, die wir in das Volk reingeben. Wichtig bei Arbeiten mit Säure, na, Safety first, Schutzbrille und Handschuhe. Ne, auch wenn die Lösung verdünnt ist, kann es trotzdem dazu kommen, wenn man mal kleckert oder wenn einem der Behälter runterfällt, könnte das rausspritzen und ins Auge gelangen. Und Säure im Auge möchte keiner haben. Deswegen Schutzbrille und Handschuhe. So, jetzt ziehe ich mir erstmal meine Schutzbrille an und dann einmal die Handschuhe. Hole das Präparat aus dem Wasserbad raus, schraub's einmal auf und dann fülle ich mir 35 Milliliter in diese Spritze rein. So. Es gibt natürlich verschiedene andere Spritzenarten, die man verwenden kann. Wir kommen aber mit der, sage ich jetzt mal, mit der Spritze sehr gut zurecht. Da kann man bis zu 60 Milliliter einfüllen. Kann man auch mehrere Völker gleichzeitig behandeln. Das machen wir auch. Ne? Wir ziehen uns die Spritzen immer komplett auf. Aber jetzt einmal für euch als Anschauungsmaterial. Einmal ein Volk und dann zeige ich euch, wie es bei den anderen Völkern aussieht. Da mache ich das, wie gesagt, mit einer kompletten Spritze und gehe einmal durch die Wabengassen durch. So, dann wollen wir mal ans Volk. So, das war's schon. Ihr habt ja jetzt gesehen, ratzifatzi, einmal durch die Warmgassen, ca. 5 Milliliter einmal durchgehen, fertig ist die Lauge. Ich werde es jetzt bei den anderen Völkern und bei den Völkern da vorne auch machen. Ich nehme euch mit und ihr könnt das jetzt gleich mal einmal im Schnelldurchgang einmal mit beobachten. Ganz einfach.
So, ihr habt ja gesehen, wie einfach es ist, die Oxalsäurebehandlung durchzuführen. Wenn euch dieses Video, meine Lieben, gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr es auch bis zum Ende geguckt habt, schreibt gerne was in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt. Wir machen das so, wie ich es jetzt gemacht habe, schon seit mehreren Jahren so, haben eine sehr gute Überwinterungsquote. Wir zählen sowieso erst bei der Auswinterung unsere, unsere Ausfallquote. Aber so wie wir es jetzt machen, haben wir eine sehr gute Bilanz, was die Bienenvölker angeht. Ich würde einfach sagen, schön, dass ihr dieses Video geschaut habt. Bis zum nächsten Video, euer Bienenliebe-Team. Ciao, ciao.